Sehr interessant. Okay, was hast du zu sagen? Hello there. Hey, weren't you in prison? Nah, those monks are pushovers, I tell you. I'll fleece any priest or my name's not Owaka. Huh. Sorry. It was our fault they locked you up. No problem. Anything for a customer, eh? You know, I had a sister. Once as old as sister, you see. A summoner she was went on pilgrimage at a young age. And that was it. Me and Wumps, well, neither of us were fighters enough to be guardians. I think about it every day. I do. If we could have helped her. The least I can do is try to help another summoner. I forget. And Lady Yuna, she looks so much like... Huh? It's nothing. Say, thanks. Wants has got all the good stuff. I walk out of 23rd's retiring. Oh, okay. Wants has... Okay. Hat nur noch ein bisschen was von seiner Geschichte erfahren, hat er offenbar mal eine Schwester. Beziehungsweise vielleicht hat sie eben noch. Vielleicht hat sie ja immer noch, ich weiß nicht. Okay, zumindest jetzt mal die Musikseroiden sind gekauft. Für die Bildserien habe ich jetzt noch kein Geld. Wenn du das Bild willst, musst du schon eine Story mitbringen. Ich bin der beste Blitzballspieler überhaupt. Bla bla bla. Zurzeit herrscht innerhalb des Ordens Chaos, doch Stellungnahmen dazu gibt es nicht. Stimmen werden laut, dass der Orden gegen den Willen des Volkes handelt. Vom Orden sichtlich enttäuscht verlassen viele die Stadt Bevel. Hey, hey, hey! Hört auf, mich bei der Arbeit zu stören, also wirklich, ihr seid wie Kinder. Ich bin 17, ich bin Kind! Ja, Tidus ist 17, Yuna auch. Riku ist sogar nur 15. So, wer bist denn du? Luca ist eine offene Stadt. Genau deswegen sollte man jetzt mit Monstern rechnen. Ich habe nie welche gesehen. Nie welche in Luca gesehen, außer wo sie freigelassen wurden. Okay. Hier ist die Bar. Hey, Superstar! Du hast das Ding ja bei dir, zeig mal her. Solarspiegel. Ah, oh, zeigen. Nicht schlecht. Die kann ich ohne Bedenken unserem Familienschatz anvertrauen. Yay! Weltmeister erhalten. Uhu. Meine Vorfahren haben ihn vom hohen Medium Hohallen erhalten. Hüte den Schatz also. Ah, Sir O'Hallands Ball. Wie schön. Waffenmeister. Jetzt habe ich zumindest mal jede Waffe erhalten. Noch nicht jede aufgerüstet, aber... Das ist schon mal was. Meine Vor... Ja, was hat's gesagt? Und man kann jetzt auch noch Blitzball anschauen. 0-0, obwohl ein Tor war. Die Alpert Zeigs spielen gerade. Sehe. Und mehrere. Letty habe ich gesehen, Rob habe ich gesehen. Ja, ich glaube Eigar war das noch. Nun ja, dann gehen wir jetzt noch zum Speicherpunkt. Gehen dann zum Makalania-Wald, weil jetzt habe ich auch beide Merkur-Marken und Siegel, also kann ich auch diese Waffe aufrüsten. So, hier, Speicherpunkt zum Flugschiff, zum Flugpfiff. The final showdown with Shane. Ich liebe, dass ihr das sagt. Oh.
Okay, gehen wir nochmal nach Makalania. Yeah, here we go! Und holen ihn uns, den Schatz. Aber ich sag, die Schätze habe ich ja schon. Aber rüsten wir ihn auf, so meine ich. Rüsten wir die Waffe aus. Ja, dann kann man fliegen und so. This'll be easy. So kämpfen will ich ja nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Viel lieber möchte ich jetzt wirklich alles ausrüsten. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Ups. Ja, natürlich, scheiße. Na gut, na gut. Machen wir es eben so. Als ob ich das gewollt hätte. Eigentlich überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich hab den Schatz ja eigentlich schon, also müsste ich das gar nicht machen. Verdammte Kacke, Mann. So schnell ist er gefangen. Oder ist er so schnell ist er getötet. Ja, ich bin überhaupt nicht mehr drin. Überhaupt nicht mehr, das ist egal. Hat diese Waffe einen Kenndurchschlag drin? Ich dachte, die hat Durchschlag drin. Hm. Ja, ich kämpfe jetzt wirklich jeden, der mir in den Weg kommt. Unglaublich. Wirklich alles, was auch nur irgendwie in die Nähe kommt, habe ich schon erwischt. So, fertig jetzt. Ja, natürlich, wirklich jeden einzelnen erwische ich. Wow. Ich kann es nur, wenn es nötig ist. Ansonsten nicht. That's how it's done. So. Weiter. Mir doch egal, ob ich es verpasse. Ich habe die Kiste ja eh. Also. Ja. Noch mehr zerstören und so. Wobei, ich kann jetzt auch gleich die Waffe wechseln. So. Ascaron. Wenn wir doch schon dabei sind, dann kann ich auch gleich Doppel-AP reinschmeißen. Ich erwisch wirklich alles. Alles. Ja, natürlich erwischt ich den nicht. Aber Riku. Die Riku erwischt ihn. Ja, natürlich! Noch ein scheiß letzten Schnupperling noch erwischt. Toll! See ya. You like that? So, aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich bin ganz schwummrig und so. Dabei möchte ich eigentlich wirklich nur den Weg haben. Mann. Zumindest kommen jetzt keine Monster mehr. Ich meine, die Kiste habe ich ja eh schon erwischt.
Wir sind zumindest alle noch ein Level weit gekommen, wow. Dann kann man sich auch gleich weiter bewegen, wenn man schon dabei ist. Oh, Zielwasser für Oren, Zielwasser für Oren, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir zurück. Zauberabwehr, ja, ist gut, das kann man immer gebrauchen. Das kann man immer gebrauchen. Weil ich jetzt keine Zeit mehr habe, dagegen, ich hab schon Zeit. Hab ich den scheiß Weg verpasst? Ja, ich hab den scheiß Weg verpasst. Scheiße. Irgendwie doof, hä? Irgendwie schon doof. Ich hab den Weg verpasst. Egal, lauf ich einfach weiter. Blind kann ich eigentlich sein und den Weg einfach nicht finden. Ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel. Jetzt, wenn ich keine scheiß Chimeras mehr brauche, dann kommen sie natürlich. Jo, ganz gut, ganz gut. Macht Sinn. Macht Sinn, macht sehr viel Sinn. Hoffentlich bin ich bald mal an der Stelle. Ich möchte da nicht mehr so viel Zeit verschwenden. Hab ja eh schon genug verschwendet. Ah, da ist er ja. Dass ich den übersehen habe. So. Jetzt aber. Tut mir leid, dass ich ihn verpasst habe, den Weg, aber soll es mal geben. Okay, gehen wir nach oben. Und dann kann ich jetzt endlich Wackers Waffe vorlegen. Er grübelt noch. Die Waffe ist nun stärker. Dann nochmal vorlegen. Das Merkur-Siegel. Und auch diese Waffe ist jetzt voll ausgerüstet. Es gibt einen Daumen nach oben von Wacker. Jetzt fehlt einfach noch Lulus Waffe. Aber die werde ich jetzt erst nach Sinn in Angriff nehmen. Warum werde ich das? Naja, ich möchte euch nicht die ganze Zeit noch mit Monstern und so voll quälen. Also, ja. Ganz ernsthaft, also. Habt ihr schon genug gelitten? Müsst ihr nicht noch mehr? So, Ausrüstung. Wacker. Schauen wir mal auf den Weltmeister. Hit Expander, Triple Extase, Doppel AP, Ausweichkonter. Nice. Stellen wir gleich mal rein. Und jetzt versuchen wir es mal gegen Sinn. Moment. Nein, ist gut. Am Ende werde ich eh nur noch mit der Wacker, Orun und Tidus angreifen. Okay, zum Flugschiff. Zum Flugpfiff und so. Speichere ich mal.
Moment, nein. So, Speicherstand 3. Sind schon ein paar Tage vergangen. So. The final showdown with Sheen. I say, let's get this show on the road! Ja, jetzt machen wir ernst. Jetzt machen wir ernst. Jetzt geht's gegen Sinn. Yeehaw! Here we go! Jetzt geht es gegen Sinn. Well, this is it, huh? Yu Yevon's hiding somewhere inside Sin, and we're gonna find him. Well, that sounds pretty simple. Hey, simple is the way you like it, right? You got that right. Pops, I'm counting on ya. Right, got you covered. Yeah. How's that? Right on. Singing ship in the sky. I hope everyone got the message. Sheen! Da vorne ist er ja. All right, we're going in. How are we gonna get inside? The easy way. How else? Figures. Well, let's go. Hey, how you plan on getting inside? If we can't get through the mouth, we'll rip open a new one. You with me? Now that's what I call a plan. Petra, it go free to a car. Of course. Of course. All right. We'll give that thing a new blowhole. All you gotta do is jump. Roger. I won't tell you to be careful. Do your worst, kiddo. Roger. Fett. Riku, you... guard! Will do! Ah, Blüschen sieht einfach scheiße aus. Sie ist leider so. Ich hoffe, dass er wenigstens in den zweiten Teil ein bisschen besser aussieht. Any last-minute supplies before the showdown? Zeig mal, was du hast. Also unnötig, alles unnötig. You're selling stuff now? But of course. Once Sin is gone, we'll need to be rebuilding home, you see. Man, your dedication is really astounding. Halt auf, Scheide. May I help you? No. Thank you. Your patronage is very much appreciated. Ja, bald kann ich auch Albert sprechen, wenn ich dann in die Omega-Ruine gehe. Aber jetzt geht's erstmal in den Kampf gegen Sin. Ich wollte euch auch nicht mehr länger warten lassen, also ja. Ihr solltet eure Ausrüstung prüfen, bevor ihr aufs Außendeck geht. Der sieht aus wie nie da. Da macht man einfach immer die gleichen Spielermodelle. Aber man kann auch nicht so viel Fantasie haben für so viele verschiedene Leute. Okay. Jetzt geht's nach oben. Und dann aufs Außendeck. Und dann beginnt der Kampf.
Natürlich noch lange nicht der finale Kampf, aber schon noch ein gewaltiger. I can hear the song. Yes, I can hear the hymn too. They listen to us. We won't let them down. Yuna. You don't need this anymore, right? Oh! Right? Huh. Weg ist es. Das war der Steroid, den sie aufgenommen hat. Und den braucht sie jetzt wirklich nicht mehr. Hey, guys! Guys! That's not good, yeah? Sieht so ein entspannter Sinn aus. Nicht wirklich, denke ich. Ist perfekt riesig. Da ist einfach mal ein Loch in die Atmosphäre. Ja, natürlich. Wo ist da die Logik? Aber das war jetzt eine verdammte Machtdemonstration. Okay, da kann ich jetzt nicht viel machen, also wir gehen näher. Extras bastelt sich näher. Ja, nähere dich, los. Wohin so nah? Serious is on! Einmal abwehren, einmal abwehren. Dann haben wir auch mal eine Aktion gemacht. Baka. Jetzt zeige ich euch gleich mal eine neue Attacke von ihm. Na, schade. Machen wir eine normale. Text, das kann ich machen. Nicht viel, ne? 1391. Naja. Kann schlimmer sein, ne?
Zudem kann ich ja Magie. Zinn zeigt keine Regung. We're going in! Da ist eine verfickte Stappe auf dem Kopf. So, jetzt haben wir gleich mal dich. Panzerbrecher rein. Ach ja, naja, da sollte ich zeigen. Angriffstee. Aber ich kann sie bestimmt nicht. Nein! Verdammt! Das war zu spät. Aber es ist ein guter Anfang, würde ich sagen. Hab mal 12.000 weggenommen. Sind sagt keine Regung, also ich denke jedes Mal, wenn er angegriffen wird, könnte es sein, dass er kontert.